Und weiter geht's mit Let's Play Way of Billions. Mein System 32 Ordner ist übrigens noch da und wir starten mit Spiel 33. Nach wie vor das gleiche, bitte. Das lief letztes Mal gut. Das war jetzt wieder... Das Spiel ist halt wirklich ein echt heftiger ING-Simulator. Gut, das schlimmste ING-Simulator, den ich bisher gespielt habe, war Black Desert Online. Ah, da kommt das Spiel längst noch nicht ran, aber es ist trotzdem heftig in gewissen... Ein Schockturm. Erkundet mir mal. Needy, needy. Greedy, greedy. Ihr wollt mich doch verarschen, wollt ihr mich? Das ist doch jetzt echt ein schlechter Witz. ja, also... Ja. Genau. Richtig. Ihr Scherzkekse, ey. Wer hat eigentlich den Zufallsgenerator hier... Da. Ich kann da rüberspucken in die Stadt. Ich kann in die Stadt spucken, Leute. Hier haben wir schon ein bisschen Stadtholz. So dringend ist die Sägemühle also nicht. Komm, machen wir noch weiter hier. Du passt hier direkt in der Nähe auf. Du, was willst du tun? Komm, abreißen, Ressourcen holen. Eigentlich schon fast mehr Holz als notwendig ist. Schreinerei, Lagerhalle, Kaserne, Stein. Dafür haben wir noch nicht das komplett nötige Stein. Sei nicht, nehme hier einen kleinen Pickup mit. Da, Pickup. Ich fange mal mit einer Kaserne an. Ich muss hier nämlich sehr viel absichern, wie es aussieht. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal noch Gold. Yay. Yay im Yale. Hi, Zombies. Was geht? Komm, bitte. Nächster Schub. Dankeschön. So machet hin. So sollte nichts, nichts vom Grünland wegnehmen. Davon profitiert nämlich auch mein so ein schönes Jägerhütchen. Jäger will Hut. Jägerbe hat. Danke fürs... Oh Gott, da haben wir ein bisschen was geholt. Hoffen wir mal, dass die nicht alle mitkommen, ansonsten... Boah, andererseits, die sind alle lahm, oder? Die kannst du kiten. Müssen wir nur aktiv aufpassen. Wie auch immer passiv aufpassen funktionieren würde, aber legen wir es nicht drauf an, ne? Danke für die Ressourcen. 4 Stein. Naja, ich nehme lieber... Aber selbst das, das ist einfach... Warum? Spiel, warum haust du mir eine Stadt direkt vors Gesicht, ey, mit freundlichen Grüßen? Mit freundlichen Grüßen von allen Größen.
Toll. Toll. Moment mal, nee, der Wachturm war doch... Ja klar. Bonussteinbruch ist zwar nicht schlecht, aber jetzt habe ich doch die Technologie bekommen, um hier die Ah nee, der ist es. Oh Mann, ich verwechsel die immer. Stimmt, Ballista heißen ja Ballista. Ja gut, ja, immer noch ist es. Ich meine, Bonussteinbruch, ich brauche jetzt erstmal nur den einen. Ist zwar schön, später einen umsonst bauen zu können, aber so ist es jetzt nicht so notwendig. So, woran liegt es vorrangig? Wir haben nicht sehr viel Holz. Und ich krieg hier nichts aufgebaut. Ich krieg hier nichts. Ey, ihr wollt mich doch. 10, 8, 11, 9. Hier geht es ja nicht hin. Hier wird mal 10 mitbekommen, aber ich würde mir den Häusern im Weg stehen. Ich sollte mich erstmal mit 8 oder 9 zufrieden geben, würde ich sagen. Wir können ja später noch in eine andere Richtung einschwenken. So. Wir bauen mal eine Art Safe Zone mit unseren Rangern auf. Safus Zonus. Ich bin noch unschlüssig, was ich von der Map hier halten soll. Ich meine, an sich ist sie ja nicht so verkehrt. Aber der Schmusekuss, den wir hier direkt zur Stadt haben. Es gibt Dinge, die haben mich schon viel, viel mehr begeistert, muss ich sagen. Ich nehme mir mal das Holz, danke. Immer noch keine Renner? Na, dann kriegen wir das hin. Kein Ding. Oh, hi. Ich muss immer irgendwie an Alarmstufe Rotmusik denken, wenn ich das höre. Die Atmosphäre hier. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Wir machen das Beste aus dem, was uns vorgesetzt wird. Ich esse immer meinen Teller auf. Hier werden wir nicht bauen können. So, wie ich es mir wünsche. Sehe ich gerade. Will ich dann überhaupt noch so bauen? Ich mach's trotzdem, komm. Weil das zählt ebenfalls als Blockierung, die Felsen. Das hatte ich niemals mit bedacht. Ich weiß ja nun, wie der Hase läuft. Besser gesagt, ich weiß genau, dass er jetzt hoppelt und nicht läuft. So, bildet mir mal eine schöne Verteidigungslinie und sichert mir mal alles ab. Nahrung! Yeah. Ja, mit dem Absichern sichert er mir ja auch hier ab, ne? Das heißt, erstmal Ruhe, aber Nahrung wird ein großes Problem werden. Schon relativ bald. Weil das hier als Platz für eine Farm... Oh Mann. Peaks. Schön weit voneinander weg, dass ihr nicht gebündelt pullt und gut ist. Ranger Power. Sicht mal erstmal so auf. So, jetzt kann ich nämlich hier hinbauen, dann kann ich da drüben nicht bauen, weil blockiert wird, ne? Genau, das ist das Problem, aber ganz ehrlich, damit kann ich erstmal tatsächlich leben. Warum? Ich verstehe nicht so ganz, warum die Gebäude keine Geräusche mehr machen.
Ah, na geht doch. Irgendwie hat sich das verbuggt. Interessant. Da ist wohl zu viel Entwicklerenthusiasmus in Sadismus reingesprungen. Da kann man schon mal was übersehen, was die Programmierung angeht. Schaum vom Mund. Ja, wir könnten Look Tower machen und ein bisschen looken. Der kostet ja gut 300 Gold, was wir damit anfangen könnten. Denkt nur an die Möglichkeiten. Denkt nur an all die Menschen, die wir bestechen könnten. Ich hab doch wohl nicht wirklich, ich sag helfen oder ernähren, hallo. Nahrung. Wir haben kaum Arbeitsplätze übrig. Okay, Leute. Wir haben... ein Problem. Ich muss an Nahrung kommen. Und bin Hunger. Das reicht erstmal an Rangern, würde ich sagen. Mehr brauche ich erstmal nicht. Wir müssen sparen. Wir alle müssen sparen. Ich versuche mich so weit vorzufühlen, bis ich die ersten Renner bemerke. Dann weiß ich, dass Schluss ist. Bis dann versuche ich mir so viel Land zu sichern, wie es geht. Hier kriege ich noch mal ein bisschen was. Juhu. Die 8 nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Die werden benötigt, um noch ein paar Hütten zu bauen. Und mit diesen Hütten... oh Gott, ja, wir brauchen noch Energie. Ganz vorsichtig. Hier ist eine Stadt. Falls es noch jemand bemerkt hat. Hey, auch wenn wir es immer wieder versuchen, ich versuche es wenigstens unterhaltsam zu gestalten, ja? Wenn wir schon sterben, dann mit einem Lächeln auf den Lippen. Das ist zwar ein Rennerlein, aber ansonsten, mal abgesehen davon... Wir haben hier unten unglaublich viel Freiraum. Und den würde ich mir tatsächlich sichern wollen. Aua! Es ist wieder ein Arbeiter frei geworden. Na komm, wir wollen nicht gleich wieder mal ein Ranger. Ich brauche die Zahl, die ich jetzt habe. Attention, please. Du kannst erstmal wieder stoppen, dann können wir wieder die Arbeiter sparen. Ein Holz, dann können wir schon die Lager. Die könnte ich eigentlich da. Ja, genau das. Da hätten wir noch Eisen. Das da unten gefällt mir eigentlich. Okay, wir müssen noch hier. Okay, dann mache ich hier irgendwo meine Balliste dann hin, wenn es geht. Dieses Gebiet hier zu sichern, schwierig. Aber ich könnte es versuchen, Tuten. Denn du bist eine Rennerin, oder? Yep. Dann habe ich ein Gespür dafür, wie die aussehen. Das heißt, weiter als hier nicht. Okay, dann passt mal ein Ranger hier auf. Hi. Ich glaube, hier sollte ich auch mal ein bisschen besser aufpassen. Nahrung. Da können wir jetzt ein bisschen aushelfen. Schneiden sich die Bereiche. Ja, ich könnte eine mitnehmen für 9 oder so, aber ich hätte lieber... hier Eisen kann man doch auch essen, ich bitte euch. Oh, das ist...
bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich will es nutzen. Schreinerei braucht Arbeiter. Was für eine Schweinerei. Die Nahrung ist hier eklig. Ich meine jetzt nicht den Geschmack. Hi. Danke für den Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Contenance, meine Freunde. Ich würde gerne den Durchgang hier lassen, danke. So. Wisst ihr, was mich gerade fertig macht? Das hier wäre so ein Paradies. Wäre die Stadt hier nicht unser direkter Nachbar. Wenn wir die Stadt wegkriegen würden. Hier hätten wir ein Paradies. Wir könnten hier so zumachen ein bisschen und hätten hier einen wunderbaren Bereich abgesteckt, der richtig toll ist für uns. Aber. Stattdessen bereitet mir die Map ja lieber Bauchschmerzen. Und. Hier kriege ich jetzt auch nichts hin platziert. Hier ist Kacke, die Schreinerei zu platzieren. Hier, nein. Hier würde ich gerne, aber muss ich erstmal wieder ein... lalala. Oh, you touch my tralala. Oh, ein paar Rangerlein. Dankeschön. Heus er sie ist. Ich du, wie ihr sie. Und übrigens hier auch, bitte. Kann ich nämlich hier auch noch irgendwo eine Farm... Oh, wenn es noch hinpasst. Boah, Krähe! Hör auf damit. Ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Und das ist noch wenig... Und, nein, das ist auch nicht lustig. Das ist kein bisschen lustig. Hörst du auf damit? Oh, oh. Boah, das war mir ein bisschen zu knapp. Warum kommt auf einmal ein Renner angeflitzt? Das ist ein miesen Flitzer, ey. Zurück zum Geschäft. Die Schreinerei. Danke. Ihr merkt aber, ich werde besser, ja? Da sehen wir wenigstens, dass wir überhaupt einen Fortschritt machen. Wenn schon sonst kein Progressionssystem ist, dann stelle ich wenigstens vor, dass ich besser werde. Wer schleicht sich denn da durch, ihr kleinen Schlingel? Ihr kleinen Schlingelchen. Verniedliche die Zombies nicht so. Die haben das gar nicht verdient. Okay. Wie spät haben wir es eigentlich? Was sagt die Aufnahme? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Ich habe gerade eine hochkomplexe mathematische Rechnung in meinem Kopf. So ein Anblick in meinem Kopf sieht man einfach nur zwei Brüste. Hey, ich habe wenigstens bis zwei gezählt. Oh, hi. Oh, hi. Versuch mal zwischen diesen beiden Bogenschützen hin und her zu rennen und ein bisschen Spaß zu verursachen und alles Mögliche überhaupt. Sniper, zieh weg. Ach du Scheiße, da kommt ja noch einer. Auch die Stadt. Warum Stadt? Warum existierst du? Warum machst du mir so Kopfschmerzen? Wirklich. Oh nein, jetzt renne ich ein bisschen knapp an der Stadt vorbei. Ich habe tatsächlich das Gefühl, aktiv zu kämpfen. Es ist an sich nicht schlecht. Ich meine, es ist fordernd. Es macht unglaublich... Ich kann gar nicht oft betonen, wie viel Spaß das hier eigentlich macht, auch wenn es sich nicht so anhört. Es hört sich eher an, als würde ich leiden, aber...
Ich bin ein bisschen gebannt von diesem Spiel einfach so. Es ist... Ich habe die ganze Zeit diesen unglaublichen Ehrgeiz, aus diesem Spiel einfach meinen Sieg herauszudreschen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich es nicht einsehe, vom Schwierigkeitsgrad runterzugehen. Weil es ist einfach so dieses Gefühl, was einem auch Dark Souls gibt. Man kriegt auf die Fresse und man merkt, okay, Spiel, du willst es also wissen, ja? Okay, dir zeige ich schon noch. Dir zeige ich schon noch. Und es gibt nichts Besseres, als das Gefühl, das Spiel besiegt zu haben. Wenn es dich schon so in den Dreck drückt die ganze Zeit. Wir brauchen Nahrung. Krieg ich die jetzt? Hier, bitte? Oh, Mann. Aber... Nee. Ich hätte es andersrum machen sollen. So. 16. Danke. Hier. 9. 10. Nehmen wir die 10. Dann passt hier zwischen rein nichts mehr, aber ganz ehrlich, sollen wir recht sein, wir haben trotzdem einen Plus gemacht im Endeffekt. Im Endeffekt mit Knalleffekt. Dass ich immer noch lebe, wundert mich, vor allem nach den ganzen Renner-Zombies, ne? Ich entwickle langsam Feingefühl. Wenn schon nicht im echten Leben, dann zumindest hier im Spiel, ne? Okay, wir haben wieder ein bisschen Nahrung. Guckt es euch an. Schaut. Das passt ja wunderbar. Sagte der Wunderbär. Und ich muss aber aufpassen. Genau, wegen solchen Burschen hier. Oh Gott, wir sind schon bei Tag 10. Beim letzten Lauf hat man bei Tag 10 schon irgendwie 50 Ballisten gefühlt. Das war schon wieder mit der Nahrung. Ach, Nahrung. Hör auf damit. Ach, das Ding ist ja schon pausiert. Na, was mach... Ja, eine Lage... Was will ich mit der Lagerhalle? Ich meine, so schön sie auch wäre, aber... Was mache ich mit meinen Ressourcen, verdammt? Na gut, du könntest überleben. Verdammt, was mache ich mit den Ballisten? Kann man hier auch durch eigentlich? Ach du Schiat. Okay, Balliste. Okay? Okay. Absicherung. Ja. es ist... Wo will ich hier absichern? Ich mache erstmal hier ein Türmchen hin. Wo will ich hier absichern? Ich meine... Klar, es wäre unglaublich schön, jetzt hier eine Balliste hin zu platzieren, aber ich glaube schon ganz nah dran. Im Idealfall spare ich Ressourcen. Und arbeite darauf hin, nie wieder zu arbeiten. Bis da arbeitet es immer noch die, die dazu führt, dass man nie wieder arbeitet. Hört mir. Und wenn das Hühnchen. Das war mir ein Stück zu knapp und du jetzt auch. Und damit herzlich willkommen zurück zur dieswöchigen koreanischen ESL-Show. Also. Spiel. Erstens, ich hab dich auch lieb. Zweitens, ich brauche Urlaub.
Habe ich vorhin eigentlich irgendwas auf Hinarbeiten gesagt? Ich glaube ja, und ich glaube, es ist jetzt irrelevant, weil ich anderweitig beschäftigt bin. Und zwar nicht zu sterben. Ich habe gehört, es soll eine coole Beschäftigung sein, also nicht sterben. Nicht sterben ist auch eines meiner Hobbys, das mache ich eigentlich täglich. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich ziemlich gut damit gelebt. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Aber wisst ihr was? Ich glaube an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Machen wir erstmal ein Päuschen. Und vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.